Hallo und herzlich willkommen bei Daniela Linsbauer Hundetraining. Heute möchte ich euch den Unterschied zwischen Maulschlaufe und Beißkorb erklären. Der Beißkorb ist, wie das Wort schon sagt, ein Korb, der das Maul schützt. Den gibt es aus unterschiedlichen Materialien, wie beispielsweise Paracord, Leder, Plastik oder Metall. Wichtig ist, dass der Beißkorb nicht am Nasenschwamm aufliegt oder am Nasenrücken scheuert. Auch die Lefzen, hier darf wirklich nichts drücken. Der Beißkorb muss so groß gewählt werden, dass der Hund das Maul vollständig öffnen kann. Um zu hecheln, dieses Hecheln braucht er nämlich zum Temperaturausgleich. Und genau das ist das Problem mit den Maulschlaufen. Eine Maulschlaufe besteht aus Nylon und muss, damit sie wirklich effektiv vor einem Biss schützt, besonders eng um das Maul gezogen werden, weil ja vorne die Nasenspitze herausschaut. Somit kann der Hund nicht hecheln und hat keinen Temperaturausgleich. Wenn ihr also beispielsweise in den öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt, eine halbe Stunde, eine Stunde, bitte unbedingt einen Beißkorb verwenden und niemals mit Maulschlaufe unterwegs sein. Der Hund kann nicht hecheln. Gerade im Sommer, wenn es wahnsinnig heiß ist, kann der keinen Temperaturausgleich durchführen und das kann ganz, ganz schnell für den Hund lebensgefährlich werden und kann wirklich zum Hitzeschlag führen. Bitte unbedingt einen Beißkorb kaufen und auch den Beißkorb in den öffentlichen Verkehrsmitteln verwenden. Bis zum nächsten Mal und für weitere Infos könnt ihr gerne meinen Facebook-Account abonnieren.